Neben dem aktuellen 120 PS Topmodell bringt Hyundai seinen Kleinwagen i20 auch im Sportanzug, dann als i20N. Die Koreaner testen Prototypen des Hot Hatches zwar noch im alten Blechkleid, darunter steckt aber schon die neue Technik. Um die Wartezeit auf den echten i20N zu verkürzen, hat der Autobild-Illustrator den i20N schon einmal gezeichnet. Brutal und aggressiv wird die Front. Der Kaskadengrill trägt beim N ein grobmaschiges Gitter für eine größere Luftzufuhr. Auch die Lufteinlässe in der Schürze wachsen beim Hot Hatch deutlich. Den Splitter lassen wir schwarz lackiert, außerdem trägt er den für N-Modelle typischen roten Streifen. Selbstverständlich muss der kommende i20N auch im auffälligen Performance Blue erhältlich sein. Dazu passt das schwarze Dach. Sportsitze und Sportlenkrad sind natürlich gesetzt. Ob auch der kleine Bruder des i30N einen Schaltblitz im Tacho tragen wird, bleibt abzuwarten. Der i20N bekommt ein Sportfahrwerk. Die Bremsen werden auf die gesteigerte Leistung angepasst und wachsen in der Größe. Natürlich sind auch beim i20 die Bremssättel rot lackiert und tragen das N-Logo. Beim Motor könnte Hyundai auf den 1,6 Liter Vierzylinder aus dem Tucson setzen. Im i20N würde er aber etwas mehr als 200 PS leisten, um mit den Konkurrenten Ford Fiesta ST und VW Polo GTI mitfahren zu können. Den Marktstart des neuen Hyundai-Sportlers schätzt Autobild auf Ende des Jahres 2020.